Das Revi, ist wirklich schade. Revi, wenn ich du wäre, machst du eine Diss-Track gegen Rymax. Digga, du rufst mich die ganze Zeit an. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Was? Wunderbar? Oh, ich habe vergessen, dass der Vibe mit dabei ist. Meine Freunde, wir spielen wieder eine Runde, wenn ich du wäre. Lukas, wie geht's dir heute? Jetzt nicht mehr gut, Digga. Perfekt, das interessiert mich nicht. Ich würde sagen, meine Freunde, die heutige Runde, wenn ich du wäre, steht ganz im Zeichen von Halloween. Warum? Naja, weil der Vibes Gesicht dabei ist. War es gerade eine Ansage oder was? Ich würde sagen, wir haben heute wieder eine Menge Spaß und werden gemeinsam hier tolle Aufgaben erledigen, oder Lukas? Ich dachte, du hast dich verändert, aber... Oder, Lukas? Ich dachte, du hast dich verändert. Ich habe mich verändert, aber ins Negative. Also, ich würde sagen, Lukas, erstmal herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Runde von Wenn ich du wäre. Und, Lukas, ich würde sagen, da, ja, wenn ich du wäre, ist... Würde ich dich an der Stelle mal bitten, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz später an die Make-up-Tasche deiner Freundin gehen und eine kleine Instagram-Story machen. 3 Story-Clips, wie man sich an Halloween richtig schminkt. Das wäre super. Kannst du 5 Minuten online lassen, danach löschen mit dem Lippenstift und so. Ganz kurz mal zeigen, wie man innerhalb von 45 Sekunden ein wunderschönes Halloween-Make-up macht. Und hier ganz kurz ist der Clip. Bitteschön. So Leute, was geht? Ich wollte euch heute nur mal ganz kurz ein kleines Halloween-Make-up-Over zeigen. Ich habe mir mal überlegt, das Ganze zu machen. Und zwar einfach hier ein bisschen den Lidschatten runter. Da könnt ihr also easy auf irgendwelche Partys oder so gehen. So. Sieht halt einfach so gut aus schon mal. Ja, ein bisschen hier. Ganz wichtig, ihr könnt auch Gold nehmen, um das Ganze einfach nochmal einen Ticken zu betonen. Und ich nehme auch noch ein bisschen Rot einfach, um hier nochmal die Stellen einfach hervorzuheben. Und zack. So schnell kann man aussehen, passt auf. So. Erkennt ihr es? Eine Fledermaus. Alter, richtig gut. Falls ihr Bock habt, checkt das Ganze ab. Und ja, Mann, haut rein. So, Lukas, du sahst gut aus. Ganz schwieriges Thema. Bist du so ein Make-up-affiner Typ? Ja? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die ganze Runde lang erotisch reden. So richtig erotisch. Oh, Lukas, willst du etwa, dass mein Video demonetarisiert wird, hä? Oh ja. Ich sag mal so, ich werde dir keine Schimpfwörter oder irgendwelche anzüglichen Dinge sagen. Ich werde weiterhin nur so reden. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz jemanden anrufen. Und rat mal wen. Hallo? Ah, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz Standard-Skill anrufen. Egal. Und ihm einfach mal sagen, dass du ihn für den attraktivsten Mann in deinem Umkreis hältst. Nein, Realtalk, mach mal wen anders. Oh nein, Lukas, Realtalk, wir machen Standard-Skill. Mach mal Realtalk wen anders. Oh, Lukas, okay. Dann würde ich sagen, rufst du iCrimex bitte an, okay? Wenn ich du wäre, rufst du ganz kurz iCrimex an. Hier ist ein Slippy Slump. Drunk. Der ist gerade auf einer Rennstrecke. Oh, Lukas, du stehst doch auf Männer, die Autorennen fahren. Ey, und dann, was soll ich dem sagen? Hey, Max, du bist für mich einer der attraktivsten Männer, die ich jemals kennenlernen durfte. So lost, Alter. Hallo, hier ist die Mobilbox. Tja. Tja, dann wirst du wohl Patrick anrufen müssen. Ich hab nicht mal Patricks Nummer, Junge. Oh, willst du die haben? Und jetzt, oder? Lukas, rufst du mal bitte ganz schnell Kid Maeve an. Und dann? Du sagst ihm, dass er der attraktivste Mann ist, den du kennst. Junge, warum muss ich immer Leute anrufen? Mach jetzt, was ich gesagt habe, Lukas. Ja, hallo. Yo. Hörst du mich? Ich wollte nur sagen, Digga, du, auf Real Talk, ne? Ist mir letztes Mal aufgefallen. Du bist einfach so der attraktivste Mann, den ich kenne. Ja. Heute oder morgen? Digga, ist mir schon seit ein paar Tagen aufgefallen, ich sag's dir ehrlich. Ja, lass treffen. Ja, ich wäre direkt dabei. Oh. Maschallah, geklärt diese. Oh, sehr schön, Lukas. Gut, ja. Tschüss. Kost geht raus, Digga. Revi, wenn ich du wär, ruf mal in der Pizzeria an und frag, wo dein Fischbrötchen bleibt. Hallo, Lukas Michels hier. Kurze Frage, ich hatte ein Fischbrötchen bestellt, wann kommt denn das? Nochmal? Ich hatte ein Fischbrötchen bestellt, wann kommt denn das? Wir liefern keinen Fisch. Ach so, ja, dann habe ich mich leider vertan. Ja, okay, danke schön, tschüss. Danke. Lukas, droppen mal bitte ein paar Mats. Ein paar was? Ein paar Mats. Ein paar Mats. Mats, okay, Matthias. Oh, Lukas, ich glaube, es ist Zeit für eine Aufgabe von dir. Lukas, wenn ich du wäre... Das ist verdammt erotisch, wie du sprichst. ...würde ich ganz kurz einen Aufruf starten, okay? Ja? Ich würde ganz kurz einen Community-Post machen, okay, auf YouTube. Ah, ja, Digga, und? Und sagen, dass du jetzt deinen Kanal verkaufen möchtest. Nein, ey, das mach ich nicht. Dafür kannst du gebannt werden. Also, das heißt, du willst jetzt die Aufgabe nicht machen? Ja, ich mach die nicht. Wie wär's, wenn du Standard-Skill anrufst? Nein, ich rufe nicht. Junge Revi, fuck mich nicht ab. Ich muss Standard-Skill meiner Folge schon 100 Mal anrufen. Jetzt rufe ich den nicht nochmal. Der war im Gym und war eben schon angepisst des Todes, Digga. War er angepisst des Todes, Lukas? Ja, das Lukas, Todes. Wenn ich du wäre, rufst du mal ganz vor Standard-Skill an und fragst, ob du ihn gerade eigentlich nervst. Junge, warum machst du das? Was mache ich? Ja, warum bist du so? Was bin ich? Digga, die nächste Aufgabe. Glaub mir, jetzt kriegst du auch mal eine Aufgabe. Jetzt ich bin so gespannt, ja, Lukas. Mit die Aufgabe. Viel Arbeit verbunden jetzt, wo ich will dich schon wieder. Junge, der denkt doch, ich bin behindert. Digga, er wird mich blockieren, safe. Ja. Yo, störe ich gerade? Ja.
Ah, okay, ich wollte nur fragen, ob ich dich nerv eigentlich, wenn ich anrufe so. Digga, willst du mich verarschen? Nein, das tut mir leid. Sorry. Ich wollte nur fragen. Sag bitte, ich will dir auf jeden Fall nicht auf die Nerven gehen. Ich will dir auf jeden Fall nicht auf die Nerven gehen. Deshalb rufe ich an, um nur zu nachzufragen. Um einfach mal nachzufragen. Ja, wenn du noch einmal anrufst, du schießt dich, ne? Ey, nein, Digga, komm. Nee, ich bin ernst, Digga. Ja, ich wollte nur fragen, ob es nervt, ne? Danke nochmal. Oh, er liegt auf! Er hat einfach aufgelegt! Das Revi, ist wirklich schade. Revi? Ja? Wenn ich du wäre, machst du einen Diss-Track gegen Trimax. Ah, oh, Lukas, da gibt's keinen Grund für Trimax, ein Freund ist von mir. Egal, es juckt mich ein Digga. Stani ist auch ein Kollege von mir und ich musste trotzdem nerven, bis zum geht nicht mehr. Ich mach immer so aufwendige Sachen, du gibst mir immer so Aufgaben, Digga, für die Wie lange habe ich denn für den Diss-Track Zeit, Dieses Jahr muss er noch kommen. Dieses Jahr? Okay, ja. Dann warte ich auf Dezember, dann kommt ein Diss-Track gegen Try zu dem Max. Nee, ja. Spaß. Mir ist komplett egal wann, Hauptsache dieses Jahr. Ja. Ich will schon Diss-Track. Darf ich mir ein Feature dazu holen? Du kannst dir... Ach, Digga, hol dir 10 Features, wenn du willst. Okay, entschuldige ganz kurz, aber Lukas, wenn ich du wäre, das ist ja das Format, richtig? Um das geht es hier quasi so ein bisschen. Um das geht es hier. Warum geht die Runde so lang? Okay, du darfst wieder nochmal reden. Ich erlaube es dir. Ach, danke schön. Perfekt. Lukas, der Philipp. Wenn ich du wäre, würde ich mal ganz anrufen und fragen, ob du schon blockiert bist. Junge! Ey, nein, Digga. Sag einfach, du wolltest sicher gehen, dass du nicht blockiert wirst. Also, Philipp, jetzt nochmal anrufen. Ich schwöre, das letzte Mal, wenn er mich blockiert, du musst wieder das gerade bügeln, okay? Gerade bügeln, okay? Lass uns driften, Lukas, komm. Und dann suchen wir Gegner. Los, let's go. Er geht nicht mehr ran. Der angerufene Teil. Er geht nicht mehr ran, Digga. Er geht nicht mehr ran. Hier, genau bei mir. Ja, Digga. Über uns? Gegner. Hab den. Habt ihr einen anderen? Ja, Philipp ist nicht rangegangen. Was soll ich jetzt machen? Was machen wir jetzt? Hey, wir sind die letzten zwei Spieler. Wir müssen nur noch Geister killen, dann haben wir die Runde gewonnen. Einer hier bei mir, zwei Leute, oh mein Gott, sind down. Warum, Popgun, hol doch die MP raus! Noch einer. Ja, das ist... Ach, komm, unten rechts und die letzten zwei. Wo ist der letzte? Ein Geist noch hier. So, jetzt heißt es 1 gegen 1, hab ich. Ja, Bro, ich hab nichts an HP, ne? So, hey, chill doch mal, du bist gar nicht dumm. Du hast gesagt 1 gegen 1. Eine würde ich sagen, hängen wir hinterher und dann rufst du gleich nochmal Standardskill an. Soll ich nochmal probieren? Ja. Ist extrem unangenehm, ne? Der geht nicht mehr dran. Ey, wenn ich jetzt mit dem Stress hab, Digga, ich schwöre, ich raste aus, ne? Revi, ja? Wenn ich du wäre, mach mal bitte auf Instagram eine Story, wo du sagst, Leute, abonniert mal bitte alle Standardskill als Entschuldigung, weil ich Vive Aufgaben gegeben habe, denen zu nerven. Klar, mach ich sofort. Standardskill ruft an. Oh. Digga, willst du mich veräppeln oder was? Warum rufst du mich an? Digga, du rufst mich die ganze Zeit an, Digga. Die ganze Zeit klingelt das Handy. Ich bin im Termin, Digga. Ach so, ja, ich wollte eigentlich nur kurz fragen, ob du mich schon blockiert hast oder ob das noch. Digga, ich schwöre dir, wenn das für so ein Drecksvideo ist, Digga, ich werde dich wegstriken, Digga, du Hund. Weißt du was? Ist das? Bitte strike das Video, bitte. Strike es. Ich geh nicht mehr ran, Digga, ich blockier dich jetzt, hau rein. Nein, ey, das war nur Spaß, Digga, das war nur Spaß. Er legt auf. Digga, hau die Interstory jetzt raus. Jo, was geht, Grüße geht raus an Standardskill. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei ihm vorbei. Also Entschuldigung, der Link ist hier unten zu finden auf Instagram. Als Entschuldigung, weil ich hier Vive die Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe gegeben habe. Grüße, bis dann, ciao, viel Spaß Alter. Mit Standardskill. Revi, das ist eigentlich useless, Leute, dass ich die Aufgabe jetzt nochmal geben muss. Aber wenn ich du wäre, würde ich in dem Diss-Track von Trimax mich nur einmal erwähnen und zwar richtig positiv. Okay, ja. Lukas, jetzt wo Standardskill dich ja blockiert hat, würde ich sagen, kommen wir nochmal zu etwas Schöneren, ja? Hast du zufällig Stifte und sowas zu Hause? Nein. Würdest du dir gerne ein paar Wachsmalstifte oder sowas kaufen und Fanart malen? Fanart malen. Nee, von jemandem. Von jemandem, den du respektierst. Von wem soll ich denn was malen? Von Rezo. Von Rezo? Ja. Warum von Rezo, Digga? Ja, mal ein Rezo-Fanart machen. Rezo malen und das in deiner Instagram-Story posten. Digga, ist ja so lost, ne? Ja, dann male ich ein Rezo-Fanart. Let's go. Mit Wachsmalstiften, ja? Ja, mit Wachsmal. Oh! Oh, wer ist er denn, Digga? Ist er... Oh, er hat mich down. Na gut, der kommt jetzt als Geist zurück und dann nervt er uns. Ah! Nachbarhaus, Bro. Ja! Hab ihn. Oh, der Geist ist da. Digga, das muss ja wieder los! Ach, Digga, Mann, diese Geister... Was soll denn das? Ja, Leute, was soll ich sagen? Lukas wurde von Standardskill einfach gerade weggeblockt. Das ist ganz schön. Ich habe mich entschuldigt. Lukas Mega. Macht ein Fanart von Rezo. Das freut uns alle sehr. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Ciao.